Hamburg-Ahrhardt. 16:17 Anschluss. Plus 1 Schwing. Thank you.
Ergebnis Sportclub Zürich, Zürcher Sportclub, Hockey Arena Sapo, das setzt sich 3 zu 0. Laufen Sie nicht hin. Wir machen mal Kürze das Pressegespräch mit beiden Trainern auf dem Volleyballfeld. Ganz kurz das Feedback von unseren beiden Trainern, Helmut von Soesten und natürlich Edwin Hemmel. Und jetzt sprechen wir mal die Volleyballer einen großen Es hat länger gedauert, es hat eine technische Handel, aber selbst spätisch. Und ich bin ja für alles verantwortlich, für die Ursache, für das Bier, für die Blumen. Keine Applaus hören, der Springer Sportclub besiegt unsere Gäste VfB Aruba Hamburg mit 3 zu 0. So, wir begrüßen uns mit Gastgeber Helmut von Soesten. Unser Trainer kennen wir auch, Edwin Hemmel. Für den Stadiner RSC war das natürlich eine erfolgreiche Woche. Helmut von Soesten, es tut mir leid, Helmut, ich muss jetzt nochmal die Satzverschiebung sagen. Erster Satz, 25, 16, 18 Minuten, 1-0 Sportclub, 1-0. Zweiter Satz, 25, 23, das Feuerwerk draußen, ich weiß nicht, haben wir so nicht bestellt, wir wollen es ja später machen, 26 Minuten, der Sportclub für 2-0. Und dann 3, dritter Satz, 25, 18, Spielzeit, 22 Minuten und das Endergebnis leuchtet hier noch in der Volleyballhalle Spree, 3-0. Helmut, du kriegst jetzt gleich das Mikrofon und du darfst auch nochmal aus deiner Sicht sagen, wie das Spiel gelaufen ist, aus deiner Sicht gesagt, ja, der Springer Sieg, ist er zu stark oder nicht, aber vorweg nochmal von mir, die Woche, möchte mal in Hamburg vergessen, in Sohl dramatisch verloren, im Pokal, zu Hause auch in Sohl verloren und jetzt 3-0. Ich meine, das ist ja bestimmt nicht schlimm, aber jetzt kommt Helmut von Soesten, Applaus! Ja, erstmal, ich denke, dass der Sieg heute leider für Schwerin in Ordnung geht, die ganze Zeit Gruppen machen können. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir von Anfang an hier ein bisschen gegenhalten können und nicht gleich am Rutscherbrett laufen. Denn wie gesagt, die Woche war schwer. Wir haben 2 Niederlagen, 2-3 kassiert und wir haben auch hohe Führung nicht nutzen können oder so hohe Führung nicht nutzen können für uns zum Sieg. Wir haben auch am Mittwoch noch geführt, wir sind 4 Punkte 19-15 im vierten Satz den Satz nicht umliegen können. Jetzt wird es ein bisschen schwerer natürlich, weil es hier eigentlich leicht war, denn für mich schon dieses Jahr die beste Mannschaft der Liga. Ich denke, man hat auch gesehen, dass das Spiel heute gut gemacht hat und wir sind leider nie ins Spiel gekommen. Wir haben es phasenweise mal geschafft, hier aufzuschließen. Bis auf 2 Punkte sind wir rangekommen und man hat auch ganz gut gespielt, denke ich. Und dann aber leider mit Aufschlagfehlern und leichten eigenen Fehlern bei Spiel aufgebaut. Dann waren wir 3 Punkte da, dann machen wir noch Fehler, waren es wieder 4. Und wir sind halt hinterher gelaufen die ganze Zeit, wir haben keinen Druck machen können. Aber wenn wir Druck machen können und dazu ist die